So Leute, jetzt reagiere ich auf politische Aussagen von Gerd, die er in seinem Livestream getätigt hat. Die wirklich sehr grenzwertig waren. Fangen wir einfach ohne Umschweife an. Wie kommst du jetzt auf das? Also wenn ich König wäre, welche drei Gesetze ich als erstes ändern würde? Wenn Gerd König wäre, würde er Deutschland in Rekordzeit zerstören. Boah. Meinst du jetzt also quasi von den Gesetzen hier im Allgemeinen? Oder Gesetze auch in bestimmten Bereich obvisiert? Wie sich auch Gerd selbst überschätzt. Weil unter drei Gesetze also versteht man auch schon wieder so mal ein bisschen viel. Nein, Gerd. Okay, ich bin. Also wenn ich König wäre, wie will. Also auf jeden Fall würde ich erst einmal das komplette Strafgesetz umändern. Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Komplett. Restlos. Wieso restlos? Das hat doch zumindest ein solides Fundament. Wenn auch nicht perfekt. Dann? Ja, ansonsten, von den Resten. Also auf jeden Fall würde die Strafgesetze von A bis Z erst einmal umwandeln. Das könnte Gerd doch nicht mal, wenn er es wollte. Er ist einfach zu dumm dafür. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wo da einfach nur der Hammer, also wo es da noch ein bisschen zwickt oder sonst irgendwie. Aber ansonsten, aber Priorität hätte jetzt da erst einmal im Allgemeinen Strafgesetz. Das liegt vermutlich daran, weil Gerd schon so oft verurteilt wurde, obwohl er gar nichts falsch gemacht hat. Und deswegen will er jetzt, wenn er die Möglichkeit hat, das Strafgesetz ändern. Ich darf mal sagen, ganz Deutschland, war mir vielleicht sogar um eine Nummer zu groß hier. Ich darf mal sagen, Bayern würde ausreichen. Selbst mit Schönsee wäre er schon lange überfordert. Was ich im Strafgesetz ändern würde? Alles. Restlos. Von A bis Z. Dann wären wir wieder im Mittelalter oder wahrscheinlich sogar in der Bronzezeit. Es würde da alles komplett umgebaut werden. Manche Dinge würden erleichtert werden. Manche würden erhärtet werden, käme immer drauf an. Okay, Gerd, willst du jetzt doch nicht mehr alles ändern? Sollte sich Bayern von Deutschland trennen. Das ist ein völliger Schwachsinn, auf gut Deutsch. Okay, Gerhard. Das Gleiche, wie man damals gesagt hat, Bayern soll sein eigener Freistaat sein. Das ging doch von Bayern aus, genauer von Ludwig II., der wollte sich zuerst nicht dem Deutschen Reich anschließen, aber aus Geldnöten war er quasi dazu gezwungen. Aber dass du so etwas nicht weißt, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Das ist Blödsinn. Okay. Mit der Drogenpolitik, da sage ich nur, weg damit. Dass Gerd so eine liberale Einstellung gegenüber Drogen hat, hat mich echt verwundert. Dass er alle Gesetze abschaffen will. Nicht legalisiert, sondern verschärft. Komplett. Oh, ich nehme alles wieder zurück. Dass Prohibition noch nie funktioniert hat, versteht Gerd nicht. Also das ist ja, ich darf mal sagen, das ist jetzt mal ein bisschen eine harte Frage gestellt. Sollte die DDR wieder aktiviert werden und Mauer? Also wenn ich nach mir gehe, ja. Das zeigt doch, wie geistig zurückgeblieben Gerd ist. Ich bin zwar kein Freund der Wiedervereinigung, zumindest ökonomisch nicht. Die Einführung der D-Mark hat die Wirtschaft von Mitteldeutschland vollkommen zerfickt, ist ja auch kein Wunder, wenn man von einem auf den anderen Tag durch die viel stärkere D-Mark plötzlich viermal höhere Löhne bezahlen muss. Wäre offen und ehrlich. Wenn es nach mir ginge, ja. Nö, ich saufe überhaupt nicht. Nicht, dass er noch seine letzten Gehirnzellen abtötet.
Also, wir reden jetzt nicht also von allen her. Jetzt doch nicht mehr, Gerd. Ich sage mal, die Leute, die sich von uns einbringen haben können, da sage ich nichts. Keine Ahnung, wie Gerd jetzt so schnell das Thema wechselt. Ich sage jetzt einmal von den Leuten, die Straftaten begehen. Die Deutschland reinlässt, begehen Straftaten und werden trotzdem nur durchgefüttert, auf gut Deutsch gesagt, die sich nicht anpassen können. Gerd, du bist doch selbst nicht angepasst und Straftaten begehst du selbst auch. Die Zeitung bezeichnet dich sogar schon als Plage der Justiz. Ich sage jetzt, die Leute, die sich nicht anpassen können. Der muss sich anpassen können. Keine Probleme. Aber der, wo sich nicht anpassen kann, dass man einen solchen dann also bei uns nur einsperrt oder sonst irgendwas, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Was Gerd wieder für einen rechten Scheißdreck redet. Unglaublich. Das verstehe ich echt nicht. Ja, so dumm wie du bist, verstehst du sehr vieles nicht. Ja, da ist die Politik einfach nur ein bisschen zu lasch. Ja, okay, wenn du denkst. Auf gut Deutsch. Ja, ich rede nicht negativ, im Gegensatz. Du redest dich um Kopf und Kragen. Im Gegensatz, ich kenne Ossis und so weiter und so fort, die sind voll super drauf und alles. Ich kenne auch welche, die sind absolut komplett daneben. Du bist doch auch komplett daneben. Ja, ich mag bloß einfach die Typen nicht, die wo komplett daneben sind. Genau wie du, Gerd. Ich sag jetzt mal, das liegt nicht rein an der Staatsform. Ich sag mal, das liegt jetzt nicht daran, was man für eine Staatsform haben möchte, sondern es geht darum, dass man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Gerd, meinst du genauso wie in der Volksrepublik China? Oder in Nordkorea? Um das geht's. Dass nicht quasi unnötig, sag jetzt mal, Straftaten begangen werden oder sonst dergleichen. Dann halt dich doch bitte an das Gesetz. Einfach keine Ungerechtigkeit da ist. Fertig. Okay, wenn du das sagst. Punkto. Fertig. Der muss sich ins Volk mit einleben können, okay, alles gut und recht. Und der sich nicht einleben kann, Pech gehabt. Ich sag es nochmal, dann müssen wir Gerd aber auch abschieben. Raus, ab, weg. Okay, ich wäre dafür, dass wir Gerd nach Nordkorea abschieben. Ganz einfach. Geh jetzt du mal als Deutscher, sagen wir mal, bloß nach Tschechien, braucht man nicht einmal nach Amerika, geh mal nach Tschechien und führ dich du als Deutscher in Tschechien auf unter alles der Kanone. Gerd, mach doch mal ein Selbstexperiment und mache das im Ausland. Unter alles der Kanone. Führ dir mal in der Tschechei auf, also bis allerletzte A-Punkt. Also so, wie du dich in Deutschland aufführst. Leute, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommst du gar nicht einmal mehr aus der Tschechei raus. Dann wirst du nach tschechischem Recht behandelt, als Deutscher. Ob du Tschechisch verstehst oder nicht, hier. Also ein Dolmetscher werden die einem schon stellen. Das ist doch scheißegal hier. Das ist dann komplett scheißegal hier. Und dann wirst du entweder auch noch tschechischen Recht verurteilt. Dann hat sich da oben erledigt aus. Und was ist da jetzt anders als in Deutschland, Gerd? Punkt 40. ich bin bis jetzt einmal, also aus der Tschechei immer wieder zurückgekommen. Habe ich da auch sogar zum Großteil einmal mit ein paar Polizisten unterhalten. Wie sie an der Tankstelle waren oder im Duty Free waren. Das heißt, Duty Free. War einfach nicht unter die Problem. Freundlich, hilfsbereit, was wollen wir mehr? Die wollten wahrscheinlich keinen Stress mit dir, damit du schnell wieder verschwindest. Aber wenn du da natürlich was anstellst,
Ja, dann können sie auch, dann können sie auch anders, nicht? Was du nicht sagst. Und ich glaube, da ist ja jeder in einer Punkt in der Meinung. Das Gleiche ist ja für uns auch. Wenn ich zu einem deutschen Polizisten grob bin, der gibt mir das so erwarten, dass ich, also wie von meinem Zimmer jetzt, also dass ich wieder den Balkon runterblicke. Aber ohne Brille. Was Gerd wieder für belangloses Zeugs redet. Und wenn ich freundlich bin, dann kriege ich eine gewisse Freundlichkeit zurück. Ganz einfach. Okay, Gerd. So. Ja, liebe Leute. So schaut's aus. Bei mir würde das meiste umgedreht werden. Bitte nicht, Gerd. Wenn du König wärst, geht dieses Land zugrunde. Und vieles besser gemacht werden. Also wenn, das heißt, wenn, also wenn ich sogar an der Regierung wäre, man wird Deutschland innerhalb, sag ich jetzt einmal, innerhalb von 2 Jahren, man würde innerhalb von zwei Jahren Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wenn Gerhard in einer Regierung wäre, ich gebe ihm etwas über 12 Stunden und Deutschland geht zugrunde. Wie der Dunning-Kruger-Effekt bei Gerd kickt, wie er sich vollkommen selbst überschätzt. Man müsste da nur mal ein bisschen richtig an die Ketten rasseln. Und dann würde man wirklich Deutschland wieder vom Kopf auf die Beine stellen. Das klingt ein bisschen so wie die Wahlversprechen von Trump, wo er nicht umsetzen konnte. Das wäre definitiv sicher. Ganz genau. Komplett Drogen, weg, verboten. Und auch Glücksspiel, komplett weg und verboten. Ja, Gerd, aber einfach nur Sachen zu verbieten bringt nichts. Mindestlohn für die Zeit, wo alles sündhaft teuer ist, vergiss es. Okay, Gerd, das musst du aber jetzt begründen. Vergiss es. Da können wir jetzt mal einen Vergleich aufstellen. Was jetzt sagst, Mindestlohn. So, jetzt passt mal auf. Oder Leute, jetzt passt mal auf. Wir nehmen jetzt mal, ihr verdient mit dem Mindestlohn, sagen wir mal, im Monat 12 bis 1300 Euro netto. Wenn du Vollzeit arbeitest und Mindestlohn bekommst, verdient man aber mehr wie 1300 Euro im Monat, Gerd. 12 bis 1300 Euro netto. So. Also jetzt in der Zeit. Okay, netto vielleicht. Je nachdem, in welcher Steuerklasse man ist. So. Hast eine Miete? Wohnst in der Stadt zum Beispiel wie Weiden. Hast eine Miete von 650 bis 700 Euro. Okay, und dann? So. Sind von den 1200 Euro schon mal 700 Euro weg. Dann hast du noch nicht einmal Wasser bezahlt, dann hast du noch nicht einmal Strom bezahlt. Dann hast du noch nicht einmal getankt. Dann hast du vom Auto noch nicht die Versicherung bezahlt. Selbst schuld, wenn du so eine Karre fährst, die so teuer im Unterhalt ist. Mit Auto, Versicherung, Strom, Wasser, sagen wir mal, bist du auch. Bist du auch bei 400-500 Euro. Oder sagen wir mal, grob schätzt bis bei 300 Euro, wenn du ein bisschen sparst. Dann bist du mal 1000 Euro weg für alles, dann hast du aber noch nicht einmal gegessen. Wie Gerd alles überschlägt. Dann bleiben dir ca. 200 bis 300 Euro zum Essen übrig. So, du möchtest aber auch ein bisschen was wegsparen. Kannst du nicht, weil sonst verhungerst. Ja, okay, Gerd. Komm zum Punkt. Tja, und kaufen brauchst du auch nichts. Sonst verhungerst du genauso, sonst bist du Mitte vom Monat pleite. Kennst du das irgendwo her, Gerd? Tja, was ist jetzt da, mit Mindestlohn? Rentiert sich das noch? Nö.
Ich denke, der Mindestlohn muss erhöht werden, auf mindestens 20 Euro in der Stunde. Rentiert sich nicht mehr. Ich denke, das ist offensichtlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel von mir die Situation sehe. Was ein Scheiß, Kamera, ey. Wenn ich jetzt zum Beispiel von mir die Situation sehe, da fahre ich am besseren. Alter, was geht da jetzt ab? Da fahre ich am besseren. Mir wird die Miete bezahlt. Hab meine Rente. Und brauche mich nicht ärgern. Das ist doch traurig, ist das, dass so ein Nichtsnutz am Monatsende. Besser da steht wie jemand, der sich seinen Buckel krumm schuftet. Und komm mit Geld gut aus. Ganz einfach. Also Mitarbeit, du glaubst, mit 1200 oder 1300 Euro netto bist reich. Damit ist man Geringverdiener, das war auch schon vor der Krise so. Aber bist auch nicht. Du bist genauso ein Mann der zweiten Wahl. Ja, und das ist doch das Schlimme am Kapitalismus, so viel man verdient. So viel ist man auch wert. Scheißegal, was man auch für einen wichtigen Job macht. Du bist genauso ein Mann der zweiten Wahl. Mit 1200, 1300 Euro bringst du nichts mehr auf die Seite. Keine Chance. Das heißt, wenn die Zeit nicht besser wird. Ja, okay, was du nicht sagst, Gerd, aber was hältst du von der Idee, den Mindestlohn auf 20 Euro zu steigern? Die Leute verhungern? Und die Regierung jetzt? So schlimm ist es dann doch auch nicht. Denen ist es scheißegal. Ja, wir sind ein paar die dritte Welt, wenn es so weitergeht. Was würde ich ändern? Also erst einmal, damit es wieder ein bisschen vorwärts geht, würde ich die komplette Mehrwertsteuer senken oder am besten auf null. Aber bitte nicht auf alles, reiche Leute sollen bitte doch weiterhin Mehrwertsteuern auf Luxusprodukte bezahlen. Mehrwertsteuer senken oder am besten auf null. Dann würde ich schauen, dass ich selber mit Russland, sag ich mal, wieder auf einen grünen Zweig komme. Um sich dann wieder komplett vom russischen Öl und Gas abhängig zu machen, sodass Russland auf die deutsche Regierung Druck aufbauen kann. Sowas ist richtig dumm. Der, wo günstiges Gas liefert und so weiter und so fort. Dann würde ich sofort Windkraft komplett weg, würde wieder die Atomkraftwerke anschalten, auf Hochbetrieb laufen lassen. Jetzt hat man die Windräder schon gebaut, jetzt wieder abreißen. Und das alles zur gleichen Zeit. Die Preise schauen, dass man die wieder ins Gleichgewicht bringt. Ja, das Problem, weil gerade die Lebensmittelpreise so extrem gestiegen sind, ist, weil es keinen richtigen Markt gibt, da wenige Konzerne den Markt kontrollieren. Dass man wieder günstig und sauber fahren kann. Ja, dass Diesel und Benzin so teuer sind, liegt auch an der Marktmanipulation. Und dann, liebe Leute, es ging ja auch kein Export, es ging ja auch, also Leute, da müsste man Veränderungen machen, das erste Jahr über. Wie gesagt. Zum Beispiel die Großkonzerne zu zerschlagen, wenigstens die, wo den Markt manipulieren. Was heißt Benzinpreis unter 1 Euro? Wenn man früher rechnet, früher hat der Benzin oder der Diesel höchstens 1,50 Mark gekostet. Wenn man jetzt die Hälfte rechnet, dann wäre der Benzin bei 50 Cent der Liter und der Diesel maximal bei 80 Cent. Also zwischen 70 und 80 Cent der Liter. Nein, Gerd, eine D-Mark ist jetzt nur noch 75 Cent wert. Durch die Inflation. Und nicht 1,60 Euro für den Benzin und knapp 2 Euro für den Diesel.
Knapp 2 Euro und teilweise über 2 Euro für den Diesel. Okay, Gerd. Leute, das ist. Dann müssen wir auch beim Autokauf einiges ändern. Zum Beispiel die Autos, die wo früher 5.000 Mark kostet haben, kosten jetzt 5.000 Euro. 5.000 Mark? Das ist doch schon 22 Jahre her, Gerd. Die müssen wir dann definitiv um die Hälfte machen. Man müsste einfach alles umholen. Okay, Gerd. Also wie gesagt. Ja, Grüße auf die Autobahn. wie gesagt, Leute, die Preisanpassung wäre da erst einmal das A und O, dass auch die Leute wieder Fuß fassen können. Wie wäre es mit einer Lohnanpassung, Gerd? Und dass nicht die Leute ausgebeutet werden. Im Kapitalismus wird fast jeder ausgebeutet. Meiner Meinung kann das nicht sein, dass nur 2% der Menschheit die Kontrolle sämtlicher Produktionsmittel haben. Meiner Meinung müsste das so sein, dass sich die Arbeiter einer Fabrik selbst verwalten und nicht so, dass irgendein Chef die Kontrolle über alles hat. Ja, mit der Demo war auch alles besser. Und oder man müsste sogar in Euro weg. Dass gerade so viel Scheiße ist, hat ganz viel mit der Agenda 2010 zu tun. Man müsste auch sogar in Euro weg und die D-Mark wieder her und dann eine stabile Währung draus machen. Der Euro ist an sich schon stabil. Man müsste Deutschland, sage ich jetzt mal, um 360 Grad drehen hier, dass da wieder einiges oder alles normal wird. 360 Grad, das ist ein Kreis, Gerd. gewisse Tempolimits würde es schon geben. Das wäre auch zu schön. Tempolimit, also wer... Wer es übertreibt, runter von der Bahn, da gebe ich schon was. Fabri, ihr ist sehr was. Also Leute, da gäbe es viel zu viel, was man da machen müsste. Gerd würde halt wirklich die BRD an die Wand fahren. Ja, Leute. So schaut aus. Aber man ist nicht an der Macht, man darf nicht mitreden. Zum Glück ist Gerd nicht an der Macht. Man kann nur Vorschläge machen, wie man es besser machen würde. Die meisten Vorschläge von Gerd würden Deutschland ruinieren. Tja, das wäre eine gute Frage. Genauso, also in Deutschland hat man ja seine Favoriten. Okay, und die wären? Aber bei Amerika? Ich glaube, ich würde da eher wirklich in Trump wählen. Gerd ist halt wirklich dumm. Weil das ist ein Typ, der wo knallhart durchgreift, der wo nicht lange fackelt. Was hat denn Trump in seiner Amtszeit so Positives gemacht? Bei Trump war wirklich das meiste nur heiße Luft. Sarah Wagen nicht, die Frau ist top, die sagt's auch so, wie sich denkt. Lächerlich, dass die Linken die Frau haben gehen lassen. Die Linken als Partei haben wirklich den Bezug zum Bürger verloren. Tja, Pierre, und das sind natürlich die Leute, die dann auch, sag ich jetzt einmal, von den Leuten verdrängt werden, weil sie eben rigoros und knallhart durchgreifen. Genauso, HM, wie bei der Weidel, also bei der AfD hier, die sagen es den Leuten hier so, wie sie es brauchen. Und auch die schönen Parteien. Aber die AfD ist doch nicht wählbar. Lieber Gerd. Ja, und auf solche Leute entwickeln sich dann unnötigerweise Hass. Die alles, sag ich mal, richtig machen würden, ne? Das war ja klar, dass sich Gerd der Grattler hinter die AfD stellt. Aber für mich gibt es natürlich auch nur AfD und keine andere Partei mehr. Dumm, richtig dumm.
Ich kann ja verstehen, wer diese Partei als Protestpartei wählt, aber eine ernsthafte Alternative ist die AfD nicht. Genau. Ja, aber, ja, eigentlich wollte ich ja einfach nur also, eine Stunde circa leisten wollen. Aber so wie ich jetzt drauf schaue, ja, fix mal los, ein Viertelstunden. Viper aber bitte nicht mehr so vulgär. Wird immer besser. Jetzt werden wir wieder immer besser. Besser im Scheiße labern oder was? Der Rest vom Stream war dann wieder so belanglos, das muss man sich nicht ansehen. Das ist einfach nur verschwendete Lebenszeit. Damit verabschiede ich mich mal von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, euer Frank.